Hallo ihr Lieben, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von BTT5. Wen muss ich noch ein bisschen Geld mit? Fünfter Tag in Folge. Warum sind wir nur fünf? Teilweise krass unterschiedliche Geldmengen daraus gibt. Ist ein bisschen doof. Aber na gut, wir haben 20 Münzen. Kann man damit irgendwas Schönes machen? Nein, wir brauchen für die Angstgeschwindigkeit 25 Münzen. Na gut. Ja, zu dem letzten Mal, als ich diese Mission gemacht habe, diese eine Mission, wo ich nur Freibeuteaffen, Klebstoffschützen und was war das andere? Ich glaube, ich konnte nur Freibeuteaffen und Klingenwerfer. Hatte mir auch einer geschrieben gehabt, ja, ich hätte es durchaus noch anders gewinnen können, und zwar indem ich einfach das Häuschen von dem Piratenbuch genommen hätte. Denn die erlauben es mir, Tamelons zu entdecken. Und das ist halt wieder so eine Mission, da brauchst du ein Haus, damit du es machen kannst. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Ich würde sagen, nee, das wollte ich gar nicht. Ich würde sagen, ich mache wieder eine neue, zufällige Mission. Wir haben jetzt so viel noch parat und ich würde sagen, wir machen gleich mal welche. Du bleibst auf deiner Seite. Linke Seite kann ich die Dinge abhören. Habe ich das schon mal gemacht? Ungern möchte ich jetzt noch eins machen, was ich schon mal gemacht hatte. Guck mal kurz nach. Du bleibst auf... Ich sollte deinen Namen sortieren. Du bleibst? Nein. Sieht nicht so aus, aber ich habe ja auch nicht alle Folgen. Okay, habe ich nichts gesagt. Schwierigkeitsstufe schwer. Linke Seite kann links, rechte Seite kann rechts. Also die linken Affen können den oberen Zweig, die rechten Affen können den unteren Zweig. Was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, es sollte möglich sein. Der Ninja-Affe... Okay, Blue Nizo hat er. Der hat keine Moabschläge. Das ist dieser Blumenaufschlag. Hier hätten wir auch wieder nur Klebstoffklecks. Hier hätten wir zum Beispiel Arktischer Wind bei Eisturm. Hier hätten wir sogar Gott der Sonne. Das ist interessant. Ich denke, das schaffen wir. Hier könnten wir nur eine Affenbank machen. Das wäre schade. Deswegen werde ich die Bananenplantage nicht benutzen können. Ich habe jetzt den Pionier als... Er kann. Okay. Ich denke, der Affenpion. Ich habe das Häuschen dann mit dabei, zufälligerweise. Ich bleibe dabei. Es ist ziemlich gut. Dieser ist ziemlich gut. Passt da noch einer hin? Mann, seid ihr fett, ey. Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber da wir diese Wachkanonen haben. Ach, noch rein, schau hin. Sobald sowieso einmal ein Tower gesetzt ist, ist eh over. Dann ist eh vorbei. Für die Gegner. Gerade hier kommen noch die Blumenfallen. Das ist. Jetzt habe ich nämlich auch nicht die. Wie heißen die Kackdinger denn? Diese unglaubliche Reichweite-Upgrade. Na gut, müsste ich theoretisch natürlich immer nicht benutzen, aber ich kann jetzt nur die Blumenfallen benutzen. Diese Blumenfallen landen in diesem Bereich. Heißt also, ich kriege sehr, 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 sehr oft. Ja, deswegen habe ich den Reinigungsschau benutzt. Wo ist denn die Trap? Wo muss die auch liegen gerade? Achso, egal. Ja, deswegen habe ich den Reinigungsschau auch direkt geskillt. Einfach aus dem Grund, dass die Tamelons kaputt gemacht haben. Achso, er setzt sie, glaube ich, gar nicht, wenn keine sichtbaren Gegner sind. Ja, sollten sie natürlich noch reinlaufen, das wäre praktisch. Der Sauger kann. Ja, okay. Wird eine recht einfache Mission. Jetzt habe ich mich verschluckt. An nichts habe ich mich verschluckt. $514 wieder und hier noch mehr und noch mehr. Also das, ja, das sollte eigentlich ein Problem sein. Jetzt hat das natürlich ein bisschen dumm hingesetzt. Aber naja, naja. Komm, wunderbar, jetzt ist sie wieder dahin. Ich hätte den Affenpionier hier unten hinsetzen sollen. Da hätten wir so vielleicht zwei hintereinander hinsetzen oder nebeneinander hinsetzen können. Aber naja, was soll's. Na, kommt noch ein paar Tarnblumen. Ja, allerdings kann ich keine Tarnblumen damit angreifen. Schwierig. Ich kann halt keine Radarscanner skillen. Nicht so einfach. Ziel nichts. Ach, guck mal, man kann... Ich konnte gerade geheim das Ziel verstellen. Na, lasst mein Geld in Ruhe. Gib mir Geld. Lass mich in Ruhe, meine ich.
Links. Ach nee, hier kann er nur die rechte Seite. Hä, hey, kann gar kein Mobsauger. Scheiße. Okay, da brauchen wir definitiv den Gott der Sonne. Tarnbluts. Ekelhaft. Einfach nur räudig, diese Monster. Aber die Keramiks bringen so viel Geld. Das ist unglaublich. Hier muss ich auf jeden Fall Dings setzen. Mal ein. Okay, ich brauche noch viel, viel Geld. Holy shit. Für den Gott der Sonne brauche ich noch richtig viel Geld. Nächste Runde kommt schon die. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Affenpioniere. Nächste Runde kommt schon die. Der Moab. Oh oh. Reisturm. Hier kann ich kein Apachen-Wurfschiff. Kein Spukstab, meine ich. Und hier auch nicht, so eine Scheiße, ja. Auseinandergenommen, die Gegner. Noch ein Hoch auf den Reinigungsschaum. Ich glaube, der hat auch unendlich Platzkraft, dieser Reinigungsschaum. Das hatte ich beim letzten Mal irgendwann schon erwähnt. Ich weiß es nicht so ganz genau, ob der wirklich unendlich Platzkraft hat. So, Wasser haben wir hier keins. Das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt. Moab Krümpel könnte man machen, aber bringt auch nicht so wirklich viel. Kostet einfach enorm, da baue ich mir lieber noch einen Gott der Sonne hin. Oder baue ich überhaupt mal einen Gott der Sonne hin? Blunizu bringt so viel. Wie alles scheiße, ne? Ey, guck schon mal, wie viel Geld ich kriege. Das ist extrem krass. Ich brauche noch ein paar mehr. Ich werde erstmal den Gott der Sonne bauen, alles klar. Easy. Okay, der andere wird auch nicht durchkommen. Der andere wird auf keinen Fall durchkommen. Und wieder 500 und nochmal 500 und nochmal 500 und da habe ich schon den Gott der Sonne. Easy. Leider, leider können wir keine Tarnblunze decken. Das ist echt ärgerlich. Könnte schwierig werden, die letzten Runden. Dafür muss ich einfach noch ein paar mehr Affenpier. Warum haben die denn alle keinen Platz hier, Alter? Wie fett seid ihr denn, bitteschön? Das ist unglaublich. Unglaublich ist das. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall auch nochmal richtig geile Defense, weil hier so viele Blumenfallen noch liegen. Die saugen auch noch so viel ab, das ist krass. Einfach mal $700 jedes Mal. Schon heftig. Bei der 63. Runde könnte es ein bisschen problematisch werden. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wobei, ich habe einen Gott der Sonne. Wobei der natürlich auch nicht so viel Range hat, ne? Muss man auch bedenken. Der hat nicht allzu viel Range. Was können wir sonst noch bauen? Sauger wollten wir eigentlich nicht machen. Könnten wir auch machen. Hm. Okay, bis da vorne als Range. 3-fach Rohr. Immer schön auf den stärksten. Saugt der viel? Oh, nice. Gerade wenn die Falle direkt hinter. Ach du Kacke. Tarnlitz, wobei das ja egal ist. Dem Schaum ist das ja völlig Schnuppe. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Eieiei. Ich würde mal Tatsache sagen, das war ein bisschen knapp gewesen. Ich brauche definitiv noch mehr davon. Uiuiui. Das ist echt nicht einfach. Die nehmen so viel Platz weg, Mann. Hier, der Superaffe oder keine Ahnung, wer hier irgendwie die ganze Zeit Platz wegnimmt. Keine Ahnung wer, aber irgendjemand macht die echt. Ist ja echt fett. Ich sollte da vorne noch einen hinbauen. Habe ich hier noch genug? Nice. Da vorne noch schön eine Blumenfalle. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Easy. Alle in die Fallen eingesaugt.
Lol. Komm, wirklich gerade mal bis zur zweiten. Durch zwei Fallen durch. Das war's dann. Holy shit. Ach, ich liebe die Affenpioniere, Alter. Hier gibt's Geld ohne Ende. Uiuiui. Ja, jetzt kann ich hier Geld einsaugen und die der Sauger haut die ganze Zeit hier in links rein. Das ist ziemlich cool. Die ganze Zeit in die Falle mit drin. Wie viele Dings da überhaupt sind, wie viele Kanonen hier jedes Mal sind. Auch schon 33.000 Popcorns, das ist nicht übel, muss man sagen. Na komm, gib mir das Geld. Ich habe das Gefühl, ich sauge selbst Moabs auf. Das ist auch nur so ein Gefühl. Ich kann mal Affenstab machen, just so fun. Und dann Energieleuchtfeuer. Ich kriege mal sowieso doppelt so viel Geld jetzt. Die meisten werden ja einfach innerhalb der Ranger gekillt. Energieleuchtfeuer. Ein bisschen mehr Range bekommen, interessant. Einfach ein bisschen mehr Platz, um mehr Affenpioniere zu bauen. Schön neue Fallen. Alle Fallen sind hier vorne. Ja, dann bin ich ja wirklich mal gespannt auf die Runde, die Camo-Herzen beinhaltet, ob wirklich der Schaum, der Reinigungsschaum, wirklich so viele Bloons abhalten kann. Da bin ich echt gespannt. Aber interessant. Guck mal, das ist doch. Guckt euch das mal an, das sind doch Camos, oder nicht? Warum können die Camos angreifen? Das verstehe ich jetzt nicht. Werden sie sichtbar, wenn sie gegen den Schaum rasen, oder was? Interessant. Interessant. Mal so 6000 Gold pro Runde gemacht jetzt. Ich habe noch so viel Gold, ich weiß nicht, was ich mal anstellen soll. Dann 70. Runde, okay, ich werde noch einen super Affen hinbauen. Wir werden hier noch einen hinbauen, ein Affendörfchen und ja. Na, dann schön Gott der Sonne. Man gönnt sich ja sonst nicht, dann müssen wir natürlich gleich unser Affendörfchen noch ein bisschen aufrüsten, aber das ist ja kein Problem, wir haben ja so viel Geld. Ich bin ja schon gespannt auf die 78. Runde. Oder 82. Irgendeiner in dem Bereich. Jung. Oh, ob ich den Zombie killen kann? Ich denke schon, oder? Easy. Ist ja nur schwer. Da ist es ja glücklicherweise nur einer. Aber ich glaube, hier kommt keiner mehr durch. Das bezweifle ich hier. Ja, doch, da waren sie. Aber auch nur, weil die Fallen nicht aktiv waren. Ja, Lacker, ja. Haben sie gerade nochmal so Glück gehabt. Ja, her damit. Ihr werdet ja gerade am besten gesehen, wie viel Geld ich bekommen habe in dieser einen Runde. Einfach mal random auf die Fallen draufklicken. Oh oh. Ich hasse diese Runde, wirklich. Das ist so abartig. Das ist auch eine beschissene Mission. Ich kann sogar Tempel des Affen Goldes irgendwann mal machen. Bestimmt schaffe ich es bis Runde 85 noch 100.000 Gold reinzukriegen. Gott, ich hasse das! Ich glaube, die sind gerade gegen den Rasierschaum. gegen den Schaum gelaufen. Ich glaube, danach werden sie sichtbar. Das kann sein. Das heißt also, die werden nicht. Die werden zwar auch bestimmt geplatzt während des Schaums, aber ich glaube, sie werden einfach sichtbar. Und werden halt danach von meinen Einheiten gekillt. Und ich glaube, so verschicke ich gar nicht bis Runde 85 die 100.000 an Bord. Ich denke, das ist easy machbar.
Alter, das Geld ist so heftig. Wie viel Kohle die einfach bringen. Nochmal 2400, nochmal. Alter, das ist so krank. Jo, das ist easy. Bis Runde 85 das Gold für den Tempel ist ab, aber werde ich natürlich nicht benutzen. Ich werde nicht meinen ganzen Fortschritt aufs Spiel setzen, um alle meine Türme zu opfern. Nö, nö. 47 Leben hat mich das gekostet. Heilige Scheiße. Zur Not, Leute, muss ich hier noch... Ich wollte das eigentlich sowieso machen, hier eigentlich noch richtig hinsetzen. Aber habe ich anscheinend nicht gemacht. Ich krieg trotzdem bis Runde 85 genug Kohle hin. Ja, das ist... Die sind trotzdem... Okay, der Schaum verflüchtigt sich also auch irgendwann, denke ich. Oder sie werden gar nicht am Schaum aufgehalten, sondern bleiben. Sie laufen durch, aber sie werden halt ungetarnt. Kann ja auch nicht sein, wenn sie auch gekillt wurden. Ach, ich habe keine Ahnung, warum das so jetzt passiert ist gerade. Ist doch völlig Latte. Ich denke, da kommt jetzt der nächste Blum nicht mehr durch. Nochmal schön so neue 1, 2, ich glaube 5, 6 Pioniere hingesetzt. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich nicht mehr die 900.000, aber egal. Nicht so wichtig. Mein Leben geht vor. Ach du Kacke, sind das viele. Uiuiuiui. Das waren ja in der Tat ein paar. Dann werde ich, da ich ja noch so viel Geld habe. Ja, werde ich da keine Suppe auf mir hinsetzen. Fickt euch. Dann halt nicht. Wenn es halt nicht, dann ist halt nicht so. Ich krieg $100. Also vielen Dank für diese edle Spende. Ah. Guck mal, das soll sogar leicht sein. Ja, benutze eine Bombe. Ach du Kacke. Okay, Freunde, das würde ich sagen, war es das mal gewesen mit einer weiteren Folge BTD5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bombenklebstoff und Dorf ist vielleicht nächste Mission. Lasst uns überraschen und bis zum nächsten Mal. Ciao!